Offenbarungen und Botschaften Jesu an Maria Valtorta aus dem Buch Das Morgenrot einer neuen Zeit. Schon Padre Pio hat einst, als Frau Elisa Lucchi, eine spirituelle Tochter von ihm, ein Jahr vor seinem Tod in der Beichte fragte: Pater, ich habe von den Büchern von Maria Valtorta gehört, raten Sie mir, sie zu lesen. Und er antwortete ihr: Ich rate es dir nicht nur, ich befehle es dir. Und so dürfen und sollten auch wir uns diese Botschaften zu Herzen nehmen, um die Zeichen der Zeit zu erkennen und mit zerknirschtem Herzen uns ganz der Rettung der Seelen zu widmen. Kapitel 14: Der Antichristus und die Priester. Jesus sagt: Wenn die Zeit kommen wird, werden viele Sterne vom Schweif Luzifers hinweggefegt werden. Denn um zu siegen, muss er die Zahl jener, die den Seelen Licht sind, verringern. Das wird geschehen, weil nicht nur die Laien, sondern auch die Geistlichen immer mehr die Standhaftigkeit im Glauben, in der Liebe, in der Kraft der Reinheit, im Abstandhalten von den Verführungen der Welt verloren haben und immer mehr verlieren, die sie jedoch brauchen, um im Lichtkreis Gottes zu bleiben. Verstehst du, welche Sterne ich meine? Es sind die, welche ich Salz der Erde und Licht der Welt genannt habe. Meine Priester. Satan ist in seiner scharfsinnigen Bosheit bestrebt, diese Leuchten auszulöschen, die als Lichter mein göttliches Licht auf die Menge der Menschen widerspiegeln, sodass er sie herunterreißt. Wenn schon bei dem vielen Licht, das meine priesterliche Kirche noch immer ausstrahlt, die Seelen immer tiefer in Finsternis versinken, kann man erahnen, welche Finsternis die Menge zermalmen wird, wenn viele Sterne in meinem Himmel verlöschen. Das weiß Satan und streut seine Samenkörner aus, um die Schwächung des Priesterstandes herbeizuführen, damit er diesen leichten Sünden überwältigen kann, und zwar weniger in Sünden des Fleisches als in solchen des Geistes. Im geistigen Chaos wird der Leichte auch ein geistliches Chaos heraufbeschwören können. Im geistlichen Chaos werden dann die Schwachen angesichts der mächtigen Verfolgungen die Sünde der Feigheit begehen und den Glauben verleugnen. Die heilige Kirche wird nicht sterben, denn ich werde bei ihr bleiben. Sie wird jedoch Stunden der Finsternis und des Grauens ähnlich denen meiner Passion durchleiden, die sich allerdings über eine längere Zeit hin erstrecken werden. Denn so muss es geschehen. Es muss geschehen, dass die Kirche leidet, so wie ihr Gründer vor seinem Sterben gelitten hat, um in ewiger Gestalt wieder zum Leben zu erstehen. Es muss geschehen, dass die Kirche viel länger leidet, denn die Kirche ist in ihren Gliedern nicht vollkommen wie ihr Gründer. Und wenn ich Stunden gelitten habe, so muss sie Wochen und Wochen von Stunden leiden. Gerade so, wie sie in der ersten Zeit aus der Verfolgung, aber dennoch durch übernatürliche Macht gespeist, in ihren besten Söhnen daraus hervorging, so wird es mit ihr in den letzten Zeiten geschehen, in denen sie im Angesicht der satanischen Brandung und in den Schlachten des Antichristus-Dasein fortbestehen und widerstehen wird. Es wird eine schmerzliche, aber gerechte Auslese stattfinden. In einer Welt, in der viele geistliche Lichter erstorben sein werden, kann sich folgerichtigerweise das zwar kurze, aber furchtbare Reich des Antichristus ganz offen etablieren. Des Antichristus, der eine Ausgeburt Satans sein wird. So wie der ewige Vater Christus gezeugt hat, Christus, den Sohn des ewigen Vaters, den von der göttlichen Liebe in göttlicher Reinheit gezeugten. Der Antichrist hingegen, Sohn Satans, der von satanischem Hass und der dreifachen Unreinheit gezeugte. Die Söhne Christi werden verfolgt und wie Oliven unter dem Mahlstein der Ölpresse zerquetscht und von dem gefräßigen Tier zermalmt werden. Aber nicht verschlungen, denn das göttliche Blut wird nicht zulassen, dass sie die Verderbnis des Geistes erleiden. Genau wie die Ersten werden auch die Letzten wie Erdenbündel in der äußersten Verfolgung niedergemäht werden und die Erde wird ihr Blut trinken. Aber in Ewigkeit selig jene, die dem Herrn getreu in Standhaftigkeit sterben.
Botschaften an Maria Valtorta aus dem Jahr 1943. Gelobt sei Jesus Christus.